sind deine Etsy-AGBs, Datenschutzerklärung, Widerrufsbelehrung und deine Impressum eigentlich rechtssicher für deinen Etsy-Shop? Du hast keine Ahnung, dann bist du hier genau richtig, weil ich zeige dir heute, wie man das Ganze so rechtssicher wie möglich Schritt für Schritt aufbaut. Hi, ich bin der Max und auf diesem Kanal bringe ich euer Online-Business auf das nächste Level. Heute geht es um ein bisschen ein schwierigeres Thema und zwar das Thema Rechtstexte bei seinem Etsy-Shop richtig einstellen. Ich weiß, das ist ein Thema, mit dem möchte ich mich selber auch nicht so gerne auseinandersetzen, aber es gehört halt einfach mit dazu, damit man da auch einfach geschützt wird von Abmahnungen und das Ganze kann nämlich auch richtig teuer werden. Deswegen schauen wir das uns heute gemeinsam Schritt für Schritt an. Etsy selber stellt zwar einige Rechtstexte, wie zum Beispiel die AGBs, zur Verfügung, aber auf Nachfrage können die auch nicht hundertprozentig versichern, dass es alles rechtssicher ist. Natürlich, weil auch das keine Rechtsanwälte sind, das kann sich natürlich auch jederzeit ändern und je nachdem, wie aktuell man das Ganze hält, wollen die natürlich auch nicht irgendwie haftbar dafür gemacht werden. Deswegen hat Etsy selber auch mir damals im Gespräch persönlich, ich glaube, das ist jetzt keine offizielle Empfehlung, aber mir persönlich im Gespräch eben die IT-Kanzlei empfohlen, das sind einfach Experten für Rechtstexte im Online-Bereich und die habe ich dann auch mal gefragt, wie das denn aussieht mit den Rechtstexten. Und die haben mir geschrieben, zwar versteht sich Etsy zum Teil auch als Anbieter, der auch dies, also die Rechtstexte, den Händlern aus eigener Hand bereitstellen möchte, doch sind die von Etsy bereitgestellten Möglichkeiten aus rechtlicher Sicht ungenügend und bilden die rechtlichen Vorgaben zum Nachteil der Etsy-Händler nicht vollständig ab. Deswegen raten wir dringend dazu, alternative Rechtstexte zu verwenden, um diese Lücken vernünftig zu füllen, da Etsy einige Dinge fest vorgibt bzw. für die Händler kaum modifizierbar gestaltet, löst aber selbst die Einbindung einiger individueller Rechtstexte die Probleme nicht vollständig, reduziert die rechtlichen Risiken aber immerhin deutlich. Das heißt, um seinen Etsy-Shop selber so rechtssicher wie möglich zu gestalten, sollte man auf jeden Fall diese Rechtstexte mit einbinden und das gehen wir jetzt Schritt für Schritt durch. Ich mache das jetzt auch Schritt für Schritt nach dem Leitfaden der IT-Kanzlei und werde es euch einfach als Video hier präsentieren, damit ihr das einfach nach und nach alles abarbeiten könnt und dann euer Etsy-Shop so rechtssicher wie möglich sein sollte. Und ihr euch auch danach nicht mehr mit dem Thema auseinandersetzen braucht, weil es gibt bei der IT-Rechtskanzlei auch eine Etsy-Schnittstelle. Das heißt, wenn ihr das einmal richtig einpflegt, dann werden auch gesetzliche Änderungen automatisch angepasst und bei den AGBs von eurem Etsy-Shop automatisch aktualisiert. Okay, genug geredet, jetzt fangen wir an. Als allererstes solltet ihr eure Rückgaberichtlinien dringend anpassen. Dafür geht ihr bei eurem Shopmanager auf Einstellungen und dann auf AGB-Einstellungen. Und dann ist auch schon der erste Reiter Rückgaben und Umtausch. Dann klickt ihr hier auf AGBs erstellen und hier seht ihr schon, dass ihr da eine eigene Richtlinie erstellen könnt. Und jetzt stellen wir das so ein, wie auch die IT-Rechtskanzlei das Ganze empfiehlt. Sie haben hier geschrieben, auch wenn Etsy den Rückgabebedingungen von sich aus Elemente beifügt, die im Widerspruch zu gesetzlichen Widerrufsvorschriften stehen und auf Händlerinnen und Händler keinen Einfluss haben, bedeutet die Einstellbarkeit der neuen individuellen Rückgabebedingungen für sich bereits ein hohes rechtliches Risiko. Um Abmahnrisiken bestmöglich zu vermeiden und die Rückgabebedingungen in den maximalen Einklang mit gesetzlichen Widerrufsvorschriften und der eigenen Widerrufsbelehrung zu bringen, empfehlen wir, die individuellen Rückgabebedingungen für alle körperlichen Waren pauschal und produktunabhängig stets nach folgendem Vorbild zu definieren. Und die Richtlinien sehen wie folgt aus: Rückgaben akzeptieren wir, den Umtausch akzeptieren wir nicht. Der Verkäufer muss mich innerhalb von 21 Tagen nach Lieferung kontaktieren und dann klicken wir auf Speichern. Ich würde das auch so einstellen, selbst wenn ihr nur digitale Artikel habt, dass es einfach so drin ist. Falls ihr irgendwann mal doch einen physischen Artikel einstellen solltet, dann habt ihr das gleich so drin und müsst da einfach nichts mehr denken. Für digitale Artikel gibt es bereits hier unten vorgefertigte AGBs und die kann man auch nicht anpassen. Das heißt, das muss man einfach so stehen lassen. Dann, wenn ihr schon bei den AGB-Einstellungen seid, dann könnt ihr nochmal einmal rechts zu Stornierungen klicken, weil hier müsst ihr nämlich auch einen Link auf die EU-Streitbeilegungsplattform an gut sichtbarer Stelle hinterlegen. Also hier können wir auf Plus Infos zur Richtlinie hinzufügen und dann hier das Häkchen setzen und dann einfach auf Veröffentlichen. Schritt Nummer 2 ist, dass ihr euer Impressum rechtssicher einbindet und es geht folgendermaßen, indem ihr erstmal auf euren Shop geht, dann auf Shop bearbeiten, hier links auf diesen Stift. Dann müsst ihr einmal komplett runter scrollen und hier könnt ihr dann bei Status euer Impressum bearbeiten. Die erste Auswahlmöglichkeit, die ihr hier habt, ist einmal Händler und einmal Privatperson. Ob man jetzt tatsächlich Privatperson oder Händler ist, das ist ein bisschen tricky, vor allem weil es Etsy so blöd irgendwie hinschreibt und da sagt die IT-Rechtskanzlei Folgendes dazu. Unklar ist, was Etsy mit Privatperson meint. Ist mit Privatperson nur derjenige gemeint, der gerade kein gewerblicher Verkäufer ist und ausschließlich privat handelt? Oder ist Privatperson doch auch derjenige, der als Einzelunternehmer auftritt, so wie es ja dort steht, und damit natürlich auch als
selbstverständlich gewerblich tätiger Händler einzuordnen ist. Das heißt, was empfiehlt uns jetzt die IT-Kanzlei, auch wenn man standardmäßig als Privatperson eingestellt ist und es bis jetzt auch noch keine schadhaften Auswirkungen gegeben hat? Sicher ist sicher. Sie raten allen Etsy-Händler und Händlerinnen dazu, ihren aktuellen Impressumsstatus zu überprüfen und das Häkchen bei Status, sollte es noch nicht geschehen sein, auf Händler zu ändern. Also hier habt ihr die Empfehlung, hier Händler anzuklicken. Dann könnt ihr da eben euren Vornamen, Nachnamen eintragen, das Land, in dem ihr seid, Straße und Hausnummer, Adresszusatz eventuell optional, ansonsten noch die Postleitzahl und euren Ort und danach noch E-Mail-Adresse und Telefonnummer und dann könnt ihr auf Speichern klicken. Und wenn ihr eine Umsatzsteuer-ID-Nummer habt, dann müsst ihr die da auf jeden Fall auch eintragen. Wenn ihr jetzt Kleinunternehmer seid und sowas noch nicht habt, dann müsst ihr die da auch nicht eintragen. Bis dahin konntet ihr jetzt alles soweit rechtssicher kostenlos einstellen. Alles, was jetzt kommt, also alle weiteren Rechtstexte, dafür braucht ihr ein Paket von der IT-Rechtskanzlei. Ich habe da jetzt das Etsy Basic AGB-Paket gebucht. Das ist auch so das günstigste, was man da so bekommen kann. Das Ganze kostet 5,90 € zuzüglich Mehrwertsteuer im Monat. Ich habe gerade nochmal auf meine Rechnung geschaut, das Ganze kostet mich jetzt 7,02 € im Monat. Aber dafür habe ich einfach abmahnsichere Rechtstexte für allgemeine Geschäftsbedingungen, Widerrufsbedingungen, Datenschutzerklärung und eben auch das Impressum, wobei das Impressum haben wir ja gerade schon gemacht. Und das Gute ist, durch die Etsy-Schnittstelle wird das Ganze auch immer automatisch aktualisiert. Und wie man das Ganze jetzt kauft, das zeige ich euch jetzt. Auf die richtige AGB für Etsy-Seite kommt ihr über den Link unten in der Infobox oder ich verlinke es auch im angepinnten Kommentar. Das ist ein Affiliate-Link, also ich würde mich auch sehr darüber freuen, wenn ihr über den Link dann auch bucht. Dann kommt ihr direkt auf die richtige Seite, ihr gebt dann eure Adresse, Name, alles einfach ein, was ihr braucht. Die Nachricht ist vorgefertigt schon drin und dann klickt ihr einfach auf Jetzt bestellen. Dann kommt ihr auf die Bestätigungsseite und das war es eigentlich schon. Ich habe dann einen Tag später eine E-Mail bekommen mit meinen Zugangsdaten und wo ich das jetzt alles ablesen konnte und jetzt können wir die Etsy-Schnittstelle einrichten. Dafür Schritt Nummer 1 loggen wir uns in das Mandantenportal ein, also mit eurer E-Mail und eurem Passwort. So, wenn ihr euch dann da einloggt in eure IT-Rechtskanzlei, dann war das bei mir so, ich habe praktisch hier meine Plattform Etsy, habe praktisch hier meine Rechtstexte. Wenn ich dann hier draufklicke, habe ich die AGBs und hier musste ich die dann einmal konfigurieren und das machen wir jetzt auch zusammen. Dann kommt ihr auf folgende Seite und dann müsst ihr hier diesen virtuellen Fragebogen ausfüllen. Der sieht so aus, das müsst ihr natürlich jetzt individuell ausfüllen. Einfach was da für euch passt. Wo ich tatsächlich am meisten gestruggelt habe, ob ich Etsy Payments angebe, aber das ist einfach so diese Standardabwicklung bei Etsy, also da könnt ihr Ja angeben. Widerrufsrecht habe ich Ja angeklickt und hier bei Geltungsbereich habe ich praktisch digitale Inhalte angeklickt bei Ja. Dann eben nochmal die Zahlungsmethode Etsy Payments. Dann meine Liefer- und Versandbedingungen per Download und dass es praktisch ausschließlich zu privaten Zwecken genutzt werden darf. Also da könnt ihr praktisch alles einstellen, so wie es einfach auf eure Produkte passt. Wenn man das alles ausgefüllt hat und auf Weiter klickt, dann kann man jetzt hier die Schnittstelle einrichten. Dann habe ich hier einmal Etsy ausgewählt, dann den Zugang gestattet, dass eben hier diese Verbindung stattfindet zwischen der IT-Rechtskanzlei und Etsy. Und dann konnte ich hier auf Übertragen klicken und dann ist das Ganze grün und die Schnittstelle ist eingerichtet. Und damit seid ihr mit den AGB-Texten so gut wie fertig, weil jetzt ist es immer so, dass die Aktualisierungsautomatik die Rechtstexte in eurem Etsy-Shop überprüft und eben notfalls geändert, falls sich da im Gesetz irgendwas getan hat. Das heißt, darum müsst ihr euch jetzt einfach nicht mehr kümmern und könnt euch auf den Verkauf konzentrieren. Einen allerletzten Schritt dürft ihr allerdings nicht vergessen, und zwar die zusätzliche Übermittlung der AGBs und Widerrufsbelehrung in Textform an die Kunden. Das ist wohl so vorgeschrieben, dass man das immer machen muss. Und deswegen solltet ihr die Texte auch in die automatisierte Bestätigungs-E-Mail, die von Etsy.de an eure Kunden rausgeht, noch mit einfügen. Und das machen wir jetzt auch noch schnell. Das Nachrichtentextfeld, da geht ihr einfach wieder auf euren Shopmanager, auf Einstellungen, Info und Ansicht. Und hier könnt ihr die Widerrufsbelehrung und die AGBs aus dem Mandantenportal manuell einfügen, einfach mit folgender Einleitung. Bitte beachten Sie die nachfolgende Widerrufsbelehrung nebst Musterwiderrufsformular sowie unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen mit Kundeninformationen. Und danach fügt ihr jetzt einfach noch die Texte ein. Und ihr seid fertig. Denkt aber daran, dass wenn ihr eine E-Mail von der IT-Rechtskanzlei kommt, dass sich in den AGBs oder Widerrufsbelehrungen irgendwas geändert hat, dann müsst ihr das da nochmal manuell abändern. Aber wenn sich da was aktualisiert, dann kriegt ihr das auf jeden Fall per E-Mail von der IT-Rechtskanzlei. Ich verlinke euch natürlich den Leitfaden zur IT-Rechtskanzlei auch nochmal unten in der Infobox, dann könnt ihr das Ganze auch nochmal selber nachlesen. Ich hoffe, euch hat das Video weitergeholfen. Es war auch für mich ein anstrengendes Thema und es ist nicht ganz so einfach. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch weitergebracht hat. Alle Links findet ihr natürlich unten in der Infobox und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.